Willkommen zurück, Leute, zu einer neuen DBD-Series. Wie ihr sehen könnt, befinde ich mich noch im Halloween-Event, weil ich so viele Videos wie möglich noch vorproduzieren will, während dieses Event läuft. Deshalb ganze DBD-Series, das sich nur um ein Spooky-Add-on handelt, und zwar um das Blight-Serum, was jedem Killer, wenn man das equippt, einen kleinen Dash nach vorne gibt, was richtig, richtig geil manchmal sein kann, manchmal auch auf manchen Killern richtig useless. Ich will es trotzdem auf jeden Killer mal draufballern, eine ganze DBD-Series machen, und dafür habe ich mal ein ganz normales Bild zusammengebastelt mit Information, mit Slowdown und mit Chase Power. Und zwar haben wir einerseits mit dabei Corrupt Intervention, was drei Generatoren für 120 Sekunden am Anfang der Runde blockiert, bis wir entweder jemanden gedownt haben oder bis die Zeit abgelaufen ist. Dann Lethal, damit wir die Auren aller Survivor für die ersten 9 Sekunden sehen. Und was unserem nächsten Perk Barbecue noch 2 Sekunden auf den Orrery draufgeben wird. Und zwar haben wir statt 5, 7 Sekunden jetzt bei Barbecue und Chili. Und das Ganze funktioniert so, dass wenn wir den Survivor hooken, wir außerhalb von 40 Metern die Auren aller Survivor angezeigt bekommen. Und last but not least, einen meiner momentanen Favorite Perks, Coup de Grâce. Und zwar ist unser Swing um 80% länger pro Token, den wir verbrauchen. Und wir kommen 2 Tokens, bekommen 2 Tokens pro gefinischten Generator, maximal 5 Tokens kann man gleichzeitig halten. Wenn aber Q nicht sinnvoll ist auf einem jeweiligen Killer, wie zum Beispiel Nurse, was als nächstes kommen wird, oh, fast verschluckt, dann werde ich Bloodwarden reinnehmen, weil man da ziemlich coole Placement machen kann. Und bevor ich mich nochmal verschlucke, gehen wir direkt mal rein in die erste Runde. Also, let's go. Okay, da sind wir auch schon. Und wir werden Ice Trapper direkt mit Lethal auf die Survivor draufgehen. Natürlich gar nicht sinnvoll, aber das ist auch nicht der Plan von der DBD-Series hier. Sondern ist der Plan, einfach nur Fun des Todes zu haben. Und das werden wir auf jeden Fall. Ich habe Trapper Sackers Adam mit dabei, damit wir einfach alle unsere Traps mit dabei haben und wir nicht so viel Stress haben. Hier place ich direkt mal einfach eine. Okay, drop die Palette. Sehr gut. Und wir verpissen uns direkt mal. Wir werden, oh, ihr glaubt mir gar nicht, wie viel Bock ich habe. Ich habe so fucking viel Bock, mit diesem dreckigen Blight Serum so viel Spaß wie möglich zu haben. Und da werden wir wahrscheinlich mit Q vor allem auch richtig geile Plays erreichen können. Okay. Würde mich sehr interessieren, was sie jetzt macht. Okay. Ja. Einfach reinlaufen, okay. I get it. Verstehe. So, dann sehen wir direkt mal. Hallo? Nein! Ich bin vorbeigebleibt hier. Ja, da habe ich Q direkt mal genutzt. Ist aber auch fein. Ist wahrscheinlich nicht aufgefallen. Okay. Wir trappen direkt einfach mal die Palette hier weg. Hm, hier könnten wir vielleicht wirklich einen ganz, ganz longen Swing bekommen. Obwohl, hä? Wo läuft sie hin? Oh, das schaffe ich nicht, Mann. Okay, sie ist sehr, sehr strange gepufft. Sehr, sehr strange gepufft. Na, cool gewastet. Schade. Okay. Da hat uns die Bloodlust so weitergeholfen, holy shit. Okay. Noch mehr Q-Stacks. Nehme ich auf jeden Fall an. Ich will mich auf jeden Fall direkt wieder hinbleiten dann. Diesmal sehen wir mit Barbecue hoffentlich auch jemanden. Oh. Das ist so funny. Das ist so fucking hilarious. Okay. Einen gerade hier runter, die andere da. Ja, da sind wir leider schlecht gedroppt. Ja, smart von ihr. Ich würde das Main Building eigentlich noch gerne nerven, jetzt einfach mal. Oh, da oben höre ich aber jemanden. Vielleicht nerven wir es doch nicht.
Ja, bekommen einen normalen Hit, ohne einen Q auszugeben. Let's go. Jetzt hoffen wir mal, dass wir das Ganze schnell beenden können. Was leider nicht so wirkt. Oder? Ja, sie hat auf jeden Fall live. Ich will mein Q eigentlich nicht wasten. Deshalb mache ich es einfach auch nicht. Smart, Big Brainer, Big Brainer. Okay, komm. Komm mal mit. Hier ist der Spot, wo wir schon jemanden gehookt haben. Eventuell wieder auf dem Main Building drauf, würde ich jetzt guessen. Oder nirgends? Da drüben vielleicht? Ja. Da bist du mal, Homie. Junge, das Blight Serum. Ich liebe das so sehr. Okay. Das sollte hier eigentlich keine Probleme haben, das zu chasen. Aber wir sollten mit Q auf jeden Fall... Oh, er läuft hier rauf. Spart uns sogar einen Q-Stack damit. Dass das Window jetzt halt so viel offensichtlicher ist, ist einerseits zwar schon geil, aber andererseits auch painful. Aus Killers Sicht halt. Oh, warte mal. Das würde ich als Misplay sehen. Wenn ich nicht stuck gewesen wäre. Ah, wir können Q wieder einsparen. Let's go. Sehr gut, sehr gut. Trap defused hier. Ja, dachte ich mir schon, dass du für ein Flashlight gehen wirst, aber hast du nicht geschafft. Da drüben gehen wir mal hin. Ja, da haben wir leider jemanden gehabt, gerade wieder, der ein bisschen gestresst hat. Warte mal. Lady? Die ist doch nicht in Locker gegangen, oder? Warum? Warum? Achso, hier ist der Hook. Ich dachte, das wäre dasselbe Loop, wo wir schon fünfmal Leute gehookt hätten, aber nee. Oh, da ist sogar jemand Deathhook jetzt. Schnell rüber düsen. Ey, ihr glaubt mir gar nicht, wie traurig ich darüber bin, dass dieses Addon nicht dauerhaft verfügbar ist. Bin ich auch stupid, wenn ich ehrlich bin. Okay. Easy. Ich würde jetzt natürlich gerne Q noch weiter nutzen. Okay. Smart, smart. Habe ich gar nicht gehört. Hast du Iron Will? Also wahrscheinlich nicht, aber... Ja, sie wird alles pre-thrown jetzt oder was, hä? Okay. Trap ich das einfach mal. Wir wurden beide gebullshittet. Komm, wir coolen das einfach durch, damit wir den Chase ein bisschen verkürzen. Wir wurden beide gebullshittet. Ich habe den Hit nicht bekommen, obwohl sie noch in der Welt war. Dann hat sich die Welt für sie geschlossen und dadurch habe ich sie bekommen. Ganz, ganz, ganz komisch, was hier abgeht, aber... Was willst du tun, ne? Was willst du fucking tun? Okay, warte mal. Ich werde wahrscheinlich sie einfach mal ein bisschen wegchasen. Oh nein, warte, der ist dran! Der ist dran und schafft's. Okay, hab ihn weggebracht. Alles gut. Ich weiß nicht wie, aber wir haben es geschafft. Und wir trappen hier jetzt alles voll. Alles voll. Ich will nicht, dass die auch eine Sekunde nur drüber nachdenken, hier wieder hinzugehen. Du Dreckiger. Hä? Du siehst mich doch. Du siehst doch auch, dass ich dich sehe. Homie. Was war das denn jetzt für ein Plan? Auf jeden Fall ein ganz, ganz wilder. Ja, okay. Ja, fuck it. Der geht einfach in die Ecke. Ich weiß nicht, ob ich fucking Zeit habe. Wenn der Adrenaline hat, bin ich halt am Arsch. Das eine Kuh war fucking Trash. Nee, poppt sie. Er hat Adrenaline. Er hat Adrenaline.
So Bullshit. So Bullshit. Ich werde so gebullshittet! Okay. Ich verstehe schon. Ja, der eine ist halt darüber. Eventuell das Gate sogar. Oh my fucking gosh! Was? Okay. Es lief nicht so wie erwartet. Jetzt können wir eigentlich nur noch hoffen, dass Michaela stupid ist. Ja, aber selbst wenn sie da drüben ist, wird sie es schaffen. Nicht? Wird sie vielleicht doch nicht, hä? Okay. Sie geht nicht für ein Vault. Das heißt, wir haben hier eine gute Chance. Nein, war eins zu kurz, leider. Okay. Jetzt müssen wir hoffen, dass die nicht gut im Hit-Tanken sind. Sie kommen auf jeden Fall, um zu helfen. Nee, das schaffen sie. Was? Diese jungen Götter! Die haben so gut gehealtagt! Sie haben so gut gehealtagt! Oh mein Gott, was? Holy shit! Das war krass. Das war krass von ihnen. Okay, wisst ihr, wenigstens weiß ich jetzt wieder, warum wir ein bisschen hart gefickt worden sind. Wenigstens weiß ich's wieder! Oh, Junge, Made for this. Ich könnte wirklich einfach nur ein 3-stündiges Video machen, wo ich nur über diesen Perk rante. Drecksperk. Aber ey, mal eine funny Runde. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Man muss ja nicht immer gewinnen. Wie gesagt, das ist hier nur ein kleines Spaßformat. Hier sweaten wir nicht sonderlich hart rein. 1400 Stunden einmal. Dann haben wir auf der nächsten... Ja, was haben wir denn? 2200 Stunden und auf Numero 4 haben wir ein privates Profil. Okay, schade. Aber ja, ihr habt es jetzt wahrscheinlich schon gesehen, das Add-on ist dumm. Es ist nicht unbedingt ultra OP oder so, aber es bringt Movement rein, es macht Spaß und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Hoffe, ihr freut euch auf die Series. Nächstes Mal geht's weiter mit Rave und ciao, Leute.